Ja, herzlich willkommen zurück zum dritten Teil von Herbert grillt in den Sommer. Ja, ich bin wieder da mit dem Herbert Koch, besser bekannt und im ganzen Land bekannt, Herberts Dorfmetzg. Immer der Foodtruck, wo die meisten Leute vorstehen, oder? Gott sei Dank. Ist gut so. Ja, wir machen da weiter, wir grillen heute wieder. Und zwar haben wir letzte Woche haben wir schon einiges gemacht, oder? Da haben wir schon Tomahawk Steaks gemacht und Ripple haben wir einmal reingehauen und alles Mögliche haben wir schon gemacht, oder? Genau. Was haben wir noch offen? Ja, jetzt haben wir noch unsere dreieckige Schweinekotelett. Stimmt, Durachsau. Ja. Und dann haben wir noch ein Hennerfleisch, weil wir haben die heute halt Frauen und Männer bunt gemischt. Alles da. Und dann habe ich noch ein Hennerbrüssli vom Karl-Heinz Karo, zum Bregenzer Wald. Ja. Und wir jetzt ein bisschen vorbereitet dann zum Grillen. Wunderbar. Dann gehe ich in den Kühlschrank holen. Dann gehe ich in den Kühlschrank, ja. Das Karree habe ich auch noch mitgenommen, weil ich habe nicht gewusst, wir haben den großen Frauenanteil heute. Die haben lieber den ein bisschen mageres. Da habe ich noch Schweinsrückenrose gefliesst mit, wo man ohne ein bisschen aufschneiden kann. Wo man noch ein, zwei Schnitz machen kann, weißt du? Ein, zwei, ja. Ja. Komm. Da haben wir, wie gesagt, schau, das ist jetzt das Dreieckskotelett von der Durachsau. Das ist eine ältere Rasse, sehe ich die, für die Fettabdeckung her. Ja. Die Sau ist 6 bis 8 Monate alt gewesen. Ja. Und bis sie geschlachtet worden ist. Und da habe ich einfach ein Schweinefleisch, wo ich sage, es ist fantastisch. Durch das, dass sie langsam gewachsen ist, ein bisschen älter ist, bleibt ihr der Pfanne so, wie sie ist und ist natürlich geschmackvoller. Mhm. Das ist einfach eine uralte Rasse immer und das ist zum Grillen schon was Feines. Okay. Also das machen wir ein bisschen sagen. Durok. Durok, ja. Das ist eine alte Rasse. Das ist die Rasse, die du rauslassen kannst. Gerade heute wie wir zwei, oder? Also ja. Ich sowieso gleich mal einen Sonnenbrand habe. Ja, ja, die normalen Schweinchen machen dort Dacher, weil die kriegen den Sonnenbrand. Okay. Und der Durok verträgt die Sonne, weil das eine alte Rasse ist. Die kann man einfach draussen. Die läuft draussen an, die spaziert, die hat es frei. Das wenn man sie lädt. Wenn man sie lädt, ja. Darum sage ich, das ist das und das geht da. Was sie tut, ist einfach, sie wächst langsamer und durch das, schauen wir mal, da siehst du das ganze schön marmorierte Fett da drin. Wunderbar. Gell? Ja, und dann habe ich da ein Hennerbrüschli. Das ist von Karl-Heinz, von Karo, zum Bregenzer Wald. Also auch regional? Regional. Mit dem Karl habe ich eigentlich ja, schon ewig zusammen noch. Karl hat früher mal bei mir gearbeitet. Und dann hat er angefangen, Hennen zu machen. Und so sind wir miteinander ins Geschäft gekommen. Und ich bin richtig stolz, dass ich sehe, von Kumbach bringt sogar seine Hennen zu mir ins Geschäft raus. Und ist schon ein super Hennenfleisch, was er macht. Und das haben wir jetzt alles vorbereitet. Und das machen wir alles im Smoker? Das machen wir im Smoker, nicht nur Pfannenbrei, weil das Schweinekotel mache ich jetzt nicht im Smoker. Ja, ja. Jetzt haben wir in der Pfanne. Da siehst du, sie riecht schon. Das ist eine Gusspfanne, ist eigentlich relativ was ganz was Einfaches. Ja. Und ja, da kann ich nachher den anbraten. Das ist eine Gusspfanne, offenes Feuer. Da kannst du nicht eigentlich, was du magst und wie es brauchst. Was hat daheim getan? Was daheim hast. Du kannst auf dem Kugelgrill oder du hast daheim ein offenes Feuer hast gesehen, kannst du das nehmen. Wenn du offenes Feuer nimmst, sag immer zu Leuten, ganz wichtig, drücken marinieren, kein Öl. Weil Öl brennt. Dann brennt und dann hast du nur Rauch und Brenner und Schwarz und das, was du nicht magst. Ja. Wenn du am offenen Feuer kannst du gutes Fleisch machen, aber nicht nur eine Druckenwürzung. Du kannst ein Salz, ein Pfeffer, ein Thymian, ein Rosmarin, du kannst das alles nehmen. Wenn du siehst, ich will ein bisschen Farbe, du hast ein bisschen Paprikapulver rein. Das ist wieder mein Hausgewürz, wo wir das letzte Mal schon geredet haben. Ja. Da ist alles ein bisschen rein. Das streichst du trocken drauf, dann kannst du mit dem aufs offene Feuer gehen, da brennt nichts. Das ist darum das Wichtigste. Plus, ich sage zu den Leuten immer, offene Feuer, nicht ölen. Und keine fertige Marinade. Ja. Und da gibt es so verschiedene Schnitttätig. Das ist jetzt ein ganzes Hennerbrüschli. Ich tue es halt gern, muss ich sagen, teilen einmal, dann bin ich sicher durch. Und die Frau hat nicht gern so nichts Fleisch, die meiste einmal. Und dann tust du einfach schau. Das Hennerbrüschli hat da eine gerade Seite und da so eine Bauchung. Ja? Mhm. Und dann nimmst du es daher. Und die gerade Seite ist halb so, schneidest du es so ein. Und dort, wo es gerade ist, kannst du noch schön aufklappen. Dann hast du einen schönen Schmetterlingsschnitt. Siehst du? Hast du ein schönes Schnitzel. Das tust du marinieren, würzen, bringst du in die Pfanne gut durch. Henne, ganz klassisches Würzen. Schau mal, das sagen wir jetzt mal gleich. Wir dürfen nicht wieder was probieren. Schau mal. Eben, das geht ja auch. Schmecken mal. Mhm. Gut, ha? Ja. Curry? Curry, ja, das. Curry hätte jetzt noch erkennen. Ja, ist geil. Zitrone? Ja. Und getrocknete Ananas halt drin. Ach so? Ja, nebst der Säure her. Curry, Zitrone und getrocknete Ananas. Ja. Und das ist das, was ganz gut ist.
So, ich tue es bei mir in die Pfanne, dann tun wir das mal ein bisschen marinieren. Gleich die Öle. Also ein Probiererle. Ja, genau, das wollen wir jetzt noch machen, oder? Würde ich auch sagen, ja. Ja, schön, die Pfanne schön heiß. Weil es ist ja so, es ist oft Schicksal daheim, dass der Griller der Letzte schon was zu essen kriegt. Das darf natürlich nicht passieren. Nein, das darf nicht passieren. Dann ist er selbst schuld. Eben, dann ist er selbst schuld. Ja, das ist ja ganz klar. Also, gleich probieren muss ich alles. Muss ich es durch, und es schmeckt es, oder fehlt noch was. Also, das muss schon. Also, das finde ich auch, ja. Also, das ist der Letzte. Wahi hockt sich viel auf. Der Letzte, Wahi hockt, das ist okay. Aber der Letzte, der isst, das kann nicht sein. Nein, das kann nicht sein. Oben am Grillen, gell? Das ist wie wenn du daheim ein Schnitzel anbratest, wenn du so eine Pfanne den Grill hast, macht der Grill nie ganz voll. Gell? Weil wenn du den ganzen Grill voll hast, da haben wir jetzt eine Temperatur von 180, 200 Grad. Und du lässt alles rein, dann kühlt der ab. So, und dann willst du das wenden. Ja. Dann hast du noch bis nach 120 Grad. Und dann hast du einen Neuweiß austritt. Dann ist schon das, dass dann alles schwimmt. Ja. Darum sieht man, wenn du geschnetzelt oder wenn du grillst, den Halbgrill belegen. Mhm. Und wenn du dann die Farbe hast, das auf die heiße Seite drehen und dann spielst du die Bohrer gleich zu. Du wenn du hier schaust, schau mal, wie das Wasser kommt. Siehst du das? Ja. Das ist ein Zeichen, jetzt geht das Eiweiß gut auf und ist eine Hitze. Ja. Und wenn ich da aber kalt habe, ja, dann rinnt mir das noch davor. Ja. Ich da ein Spechtel haben. Und jetzt kannst du gleich schauen. Jetzt nehme ich das weg. Wirfst da her und schon mit die Bohren zu. Und ich habe das, was ich brauche. Ich habe das Fleischsaft rein und dann geht das Fleisch. Das ist beim Plattengrillen ganz, ganz wichtig. Okay. Wieder was gelernt. Ja. Wir haben ja einen Bildungsauftrag. Ja, das klar. Wir sind ja nicht nur zum Essen da. Ja, ein bisschen schon. Ja, ein bisschen schon, ja. Und was bei der Henne wichtig ist, durchmachen, gell? Henne muss immer durchsehen. Henne sollte immer durchsehen. Ja. Also, aus mindestens 72 Grad sollte es im Kern einmal erreichen. Dann ist man safe, das einmal nicht lernen. Tut mir aber schwer, ohne dass ich einen Kern zu einem Thermometer stecke, oder kann ich es so sagen? Kannst du so. Also, wenn es beim Griff oder wenn es anschnitzt, wenn es durchgehend schön glasig ist, also du weiß ist, sage ich immer, ist es durch, dann bist du safe. Aber mit Anschneiden schon, aber ohne Anschneiden ist schwer zu erkennen. Schwer zum Sägen. Ja. Also es ist eine Gefühlssache. Ja. Übung, ja. Das heißt, du grillst viel zu wenig. Viel grillen. Das heißt, du grillst zu wenig. Du grillst zu wenig. Du musst mehr grillen, also mehr Hähne grillen. Schöne Grüße an meine Frau, ich muss mehr grillen. Genau. Ja. Hast du einen Auftrag gekriegt. Danke, Herbert. Nein, das ist jetzt ein typischer Brüstli. Da gibt es natürlich bei den Hähnen noch eine Keule zum Grillen. Ja. Ist auch ganz saftig. Mhm. Und ich mache mit der Haut hier, wenn du zuerst auf der anderen Seite und am Schluss legst du den auf die Hautseite, dann wird sie noch knusprig. Ganz gut. Also da kann man schon schöne Sachen grillen. Man kann schon schöne Sachen machen. Ja. Das geht jetzt eh nicht mehr lang, bis wir das probieren können, oder? Das geht nicht mehr lang. Weil was wir ohne, neben dem Bier und neben der Limo, was wir ohne oft zum Grillen, ein gutes Brot ist ja auch nicht schlecht. Das ist ganz wichtig. Ein gutes Brot ist ja auch wichtig. Also für mich als Metzger ist das Brot die halbe Marsch, sage ich immer. Schon, oder? Ja. Also, du brauchst zu einer Wurst ein Brot dazu. Eben. Das gehört dazu. Das gehört genauso dazu wie ein Bier, gehört ein Brot dazu. Ja. Gut. Und auch da haben wir jemanden aus der Region verwischt, der gesagt hat, komm ich auch zu euch. Super. Ja, da kennst du sicher auch, der Wolf im Müller. Ja, klar, von Schweckerei Schnell. Grüß dich. Ja, servus miteinander. So, warte, ich mach dir da Platz. Dankeschön. So, wie ja, schön, bis zum Essen. Wolf, aber Ehre. Grüß dich, aber Ehre. So. Ja, jetzt haben wir gut geschwätzt, jetzt können wir da gleich eine Henne probieren. Und jetzt haben wir gut geschwätzt zum Grill, gehört natürlich auch gutes Brot dazu. Natürlich. Was ist ein gutes Brot? Was macht ein gutes Brot aus? Ich glaube, beim Brot ist es wie mit dem Fleisch und mit dem Bier. Alles, was gut ist, braucht seine Zeit. Und speziell beim Brot ist es so, man muss dem Teig seine Zeit lassen, dass er sich entwickeln kann, damit er das Aroma entfalten kann, damit es ein gutes Brot wird, damit es saftig wird. Mhm. Und wenn ich heute, das ist eigentlich ganz einfach. Ja. Wenn ich heute wirklich eine Grillerei habe und ich sage, ich habe jetzt Würst zum Beispiel, der Klassiker in St. Gallen. Was siehst du, was isst man da dazu? Ja, eigentlich gehört der Perle dazu, oder? Schon, sind wir uns ehrlich. Ja, schon, oder? Und zwar mit Kümmel. Es gibt zwar immer mehr Leute, die mögen keinen Kümmel mehr, aber eigentlich gehört der Perle. Ein röschbachenes Perle. Das ist es. Das ist das Richtige dazu. Gibt es eigentlich keine zweite Möglichkeit.
Und was hast du uns da mitgebracht für eins? Ich meine, das schaut ja alles wunderbar aus. Ja, ich habe ein paar verschiedene Sachen gebracht. Natürlich die Wurzelbrote, die Payas heißen die bei uns, in zwei verschiedenen Ausführungen. Das sind saftige Brote aus Langzeitführung. Die blieben lang saftig, die sind außerhalb knusprig. Da kann man klinisch übernachher schneiden, da kann man auch Soße gut auftunken. Und da hat man ausgezeichnetes aromatisches Brot. Das nächste, was wir haben, das ist unser Burelorb. Aus hausgemachtem Sauerteig gemacht. Der Burelorb ist ein traditionelles, altes Rezept. Das kommt von meinem Urgroßvater. Das machen wir seit 1907 immer gleich. Und es hat sich bewährt, also wir machen es immer noch. Ich habe gesagt, wir machen das seit 1907. Mhm. Und ihr seid ja wirklich auch eine Bäckerei. Aber das ist Handarbeit, oder? Handarbeit. Das ist ja ein Handwerk. Das ist nicht Automaten, wo das Brot rausschüssen, sondern ich meine, natürlich gibt es Misch- und Knetmaschinen, das wäre ja, zu viel. Ja, klar, ein bisschen muss man schon die Unterstützung, die Kohle, die man kriegen kann. Aber die, sonst ist die Ausformung, die Ausformung wird von Hand gemacht. Und das ist ja das Wichtige, wenn man maschinenfähige Teige macht, dann muss man immer Kompromisse eingehen. Das heißt, man kann nie so lange Ruhezeiten einhalten. Und wenn man von Hand aufschafft, wie wir sagen, dann können die Teige rastern, dann kann man das von Hand dort schön in die richtige Form bringen, das kann eine Maschine nicht machen. Somit haben wir in der Handwerksbäckerei eigentlich die Möglichkeit, sehr gutes Brot zu machen. Jetzt hat der Herbert hoffentlich bald die Hähne am Start. Ja, ich will es sagen, ich bin schon so weit. Oder? Dann können wir da mal ein bisschen Fleisch und ein Brot dazu probieren. Brot. Oder? Also ich muss ehrlich sagen, das Wurzelbrot, das lacht mich brutal an. Ja, das schneiden wir gleich auf. Ah, dann schneiden wir da ein Stück Kachen. Herbert, kannst du Brot schneiden? Ja, ja. Ich probiere mal, wie oder nur Fleisch. Am ersten war Hautschnitt als. Schön knusprig aus, schön groß, ja, oder? Sieht man dem? Und hier sieht man noch die ungleichmäßige Bohrung von dem Brot. Das ist zwar nicht so fein, um der Butter aufzustreichen, aber das ist ein Zeichen für Qualität und für Langerführung. Okay. Ja. Du, jetzt haben wir Brot aufgeschnitten, gell? Jetzt machen wir aber nachwaschen. Jetzt kommt er wieder zu seiner Kernkompetenz zurück. Ja, weiß ich, wie das ist. Also ich probiere, gell? Bitte, griff zu. Ja, danke. Gerne, gerne. Ja, das ist die Brotshow-Essen, gell? Wenn wir schon so gut da haben. Alles ist perfekt. Man sieht gleich, der Herbert kennt sich aus, den Intraschnitt. Es fehlt noch Bier. Mal bei mir. Wir haben noch was. Das ist das kleinste Problem. Das ist wirklich sehr gute Sache. Und wo sind ihr jetzt überall mittlerweile? Wo haben ihr Standorte? Wir haben über Filiale im Vorarlberg. Wir haben von Thüringer über Feldkirch, über Rangquell, über Dorabera bis nach Hart. Mhm. Unsere Niederlassung verteilt. Und ja, die kommt jedes ein, zwei Jahre kommt da Filiale dazu, wenn man Lust hat. Wenn sie etwas kurz ergibt. Wolfi, darf ich da? Ah, danke vielmals. Aber wir müssen jetzt eigentlich nicht größer werden und wir haben gemerkt, so wie wir es jetzt machen, können wir es gut machen. Ja. Und das passt uns eigentlich ganz gut, die Größe, die wir jetzt haben. Ja, ja, das ist schön. Das muss man dann auch mal irgendwo eine Grenze ziehen, oder? Und sagen, du, man muss eine Grenze ziehen und wir haben natürlich auch nicht niemals endliche Ressourcen. Wir müssen Mitarbeiter haben, die schaffen teilweise 7 Tage in der Woche, beziehungsweise wir haben 7 Tage in der Woche off. Und diese 7 Tage gilt es zum Füllen. Und da geht es uns gleich wie am Herbert. Wir müssen immer da sein, wenn die Leute Hunger haben, dann hungern sie, wenn sie frei haben. Ja. Das heißt, wenn die anderen frei haben, dann schaffen wir. Ja. Ja, das ist euer Schicksal ein bisschen, gell? Ja, das ja. Für dich auch nicht anders. Nein, aber... Essen, ob man mal frei hat, dann... Es macht Spaß, oh Wolfi, oder Wolfi? Es macht Spaß. Und das ist schon das ganze Tun drauf. Darum bist du so, immer kurz Brot, kurz Fleisch. Es ist eben alles miteinander, das gehört alles ein bisschen zusammen. Zum Wohl. Zum Wohl, gell? Danke vielmals. Ja, danke dir. Prost. Zum Wohl. Wolfi. Zum Wohl. Zum Wohl, gell? Wunderbar. Ich freue mich schon aufs Essen heute Abend. Freue mich auch, ja. Sehr. Und sage jetzt mal der Will Dankeschön. Wir sagen uns in dem Fall noch beim Essen. Oder? Alles klar. Gut. Super. Danke dir. Vielmals. Freue mich. Bis später. Ja, machen wir noch so. Das Bier nehme ich mit. Ja, gern, so. Gern. Gut, ja. Tena ist super geworden. War jetzt eigentlich noch nicht anders zum Erwarten. Gut, okay. Mit dir? Ganz gut. Und das Brot ist natürlich auch ein Traum. Es ist, ja, gehört einfach dazu.
Ich brauche gerne viel mehr Fleisch und Brot. Das lange. Super. Jetzt haben wir Hähne gemacht, jetzt haben wir das und jetzt haben wir da noch Zeug. Jetzt müssen wir noch ein bisschen schaffen, ja. So, jetzt machen wir noch schnell. Schnell ist gut gesät. Ja. Warum schnitzt jetzt die Kruste an? Dass es nicht aufstellt, dass es nicht einstellt. Schwarz ist Bindegewebe. Ja. Und wenn die zu heiß wird, stellt sie sich auf. Okay. Ist wie wenn du ein Schnitzel schnitzt. Ein top Schmetterlingsschnitt, wo da eine Sehne die man hat, und sie geht raus nicht rundum, dann stellt sie sich auf. Ein Beirät, so wie man es da gemacht hat, wo hinten so ein Fettrand hat. Du legst nur das Beirät hier, du brauchst es auch, stellst es gerne auf. Nennt sich Schüssel. Mhm. Und wenn du so einschnitzt, dann hat es kleine Stückchen, dann stellst du im Grillen nicht auf. Ja, alles klar. Dann kann das nicht passieren. Dann kann das nicht passieren. So, das tun wir jetzt so einfach. Ich tue einfach, du siehst schön, ich bin einfach Freund, nicht viel Würze. Aber ja, du bist da eher minimalistisch auf Weg. Ja, ja. So, und das legen wir auch dasselbe wieder. Die Pfanne ist ja noch heiß. Auf. Ja, das lassen wir das bröteln. Machen wir das mal durch. Martin, schau. Schau mal, wie die Schwarte da aufpoppt schon. Ja. Ha? Ohne etwas. Und schau, wenn wir vorher geredet haben vom Einschneiden, schau mal, siehst du das? Ja. Wenn du es nicht einschneidest, hältst du es viel mehr zusammen. Und dann haben wir geguckt und dann ist es nicht schön gebraten. So, wir sind jetzt einfach oldschool und legen es auf. So, siehst du, schöne Farbe. Ja, super. Schau, wie saftig das wird. Ja, du. Das lädt jetzt nachher für die Mitte aus wieder zurück ein und dann braten wir das durch. Und riechen tut das immer, du Haargott. Ja, schon. Ja. Gibt schon Hunger. Gibt Hunger. Jetzt lassen wir das ein bisschen bröteln. Ja. Wir schaffen weiter. Jawohl. Schau mal, Carré Rose, altbekannt. Carré Rose, jawohl. Das ist halt jemand, ja, der Trend. Früher war es viel extremer. Es wird jetzt mag man schon wieder einen Hals und so, aber das Carré ist nach wie vor immer noch ein Trend. Was ich will. Und beim Carré, gerade zum Grillen und so, wenn es schnell gehen muss, gibt es verschiedene Schnitte, moderne Cuts. Und ich habe es sehr schön komplett gefliest, dass es schön mager ist. Schau, das schneide ich so an. Auch das, siehst du es da? Das Fett, ja. Schön durchwachsen. Ja, schön, ja. Das ist einfach eine gute Fleischqualität, ist schon so mal auf. Ja, ja. Schau, und auch da, schöner Schmetterlingsschnitt, wenn du jetzt siehst, ich mache etwas schnell, ein Zack-Zack oder so. Und da ist schon wichtig, dass der Steg nicht zu hoch ist. Der Steg so gleich hoch wie das Fleisch, dann ist schon gleichmäßig durch. Das ist schon auch Übungssache, ne? Ja, da kannst du noch alles schneiden. Ja. Und das kannst du jetzt so ausklopfen, eine Schnitzel machen. Dann gibt es da natürlich, da kannst du die Schweinsrückensteaks, machst du dann so. Und da. So. Das kannst du auch grillen. Ja. Und wenn das gut verwischt, ist das auch hammersaftig. Aber Schweinefleisch braucht schon im Kern 60 Grad. Mhm. Aber dann ist das Carré auch zum ersten Traum. Muss ich sagen. Aber wie gesagt, Profi. Sollte es ein bisschen sieben anfangen, wird das, sonst stübt es halt. Ja, beim Schweinehals oder beim Ding. Sonst brauchst du viel Limo für uns. Ja, genau. Oder Klärle oder Cleans. Ja. Gell? Das sind die Cuts, die man aus dem Carré rausschneiden kann, wenn es schnell gehen muss. Das ist Zack, Zack, ich Brot, ich klemmt. Ja, ich habe klassischer Zack, Zack. Klassischer Zack, Zack. Das ist so ein Schweinsrückensteckli. Ein Minuten-Steak für mich, sage ich mal. Okay. Gell? Wunderbar. Ja, was ist das noch etwas Hand? Wir haben noch gerne geredet, weil. Ihr habt gesehen, wir smoken heute nicht nur, wir haben ein Steak, drei Steak gemacht, wir haben Steak Kotlet gemacht. Und ihr habt das letzte Mal schon gesehen, smoken kann schon eine Art wie Südfleisch. Wir haben jetzt im Smoker drin, haben wir eine Schulter, eine Rinderschulter, eine mittlere Schulter oder flache Schulter, ja, vom Rind. Und das ist das Zeichen, du brauchst kein Steak, sondern du kannst wirklich ein gutes Stück, ein Superfleisch auch hernehmen. Ein klassisches Superfleisch. Klassisches Superfleisch. Braucht natürlich 8 bis 10 Stunden im Smoker. Ja. Mit einer Temperatur von 75 Grad. Und du gibst ein bisschen mehr zum Schluss ein oder ein bisschen Raucharoma gibst. Und wir schneiden es jetzt nachher an. Ich sag dir das. Dann ist das Sehnchen, was drinnen ist, das ist wie Butter nachher. Das ist Gelee. Und das ist das Gute. So, auf mit unserem Ding. Jawohl. Ah, ist ein schönes Bröckli, gell? Das ist ein schönes Bröckli, ja. So.
Schneid dir mal das an. Das fällt dir verstorch, das Messer. Schau mal an. Na, wunderbar. Da ist Fett, da ist eine Sehne, da ist Bindegewebe, das ist eine Schulter. Ja. Und ich finde, wenn man gerade Zeit hat zum Grillen oder so, schau mal, wie das geliert da. Siehst du das? Ja. Probieren wir. Du musst das da nehmen mit der Sehne. Ja. Mit dem Gelee. Mit dem Gelee. Ja, was soll ich sagen? Ist schon gut, aber gell? Aber das ist halt schon auch super. Das ist schon was. Das ist schon auch super. Und darum sage ich, das ist einfach. Einfach ein Stück, wo ich sage, man kann endlich mit Zeit, mit Liebe, kannst du wirklich alles grillen. Ja. So, jetzt muss ich da meine Stinger annehmen. So. Lassen wir das ein bisschen rasten. Dann wir da her. Und dann wir das wieder rein. Aber das schaut schon. Das ist jetzt ein klassisches Suppenfleisch. Ja. Gell? So. Ja, dann sind wir so weit durch, oder? Wir sind schon fast durch. Schauen wir mal aus, was wir von einer super Smoker-Temperatur haben. Wir sind fast Profis. He? Ja, glaub, aber he? Mal du. Das ist. Du auf jeden Fall. Ja, apropos Profis. Es sind ihre so, wenn das daheim nachmachen. Der Herbert hat es gesehen, man kann viele Sachen auch am Kugelgrill einfach machen. Man muss nicht also einen Beefer haben. Ein Smoker wäre gut, ja. Kann man ein bisschen probieren. Kann man einfach trauen. Man trauen. Muss sich einfach trauen. Einfach trauen. Du kannst schon einen normalen Kugelgrill smoken, wenn du einfach eine Schelle mit Spei tust oder ein gutes eingewachtes Holz dazu legst, das riecht und hast gleich gehöriges Raucharoma drin. Wir grillen jetzt hier fertig, das Material, was wir noch haben. Und nächste Woche werden wir das fertig gegrillte schön präsentieren. Dann zeigen wir euch, wie man das schön präsentieren kann. Und dann haben wir die Mitarbeiter der Firma Wohnflur noch da zum Essen. Ja. Ja, wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder.